kann ich auch gut erzählen, wie ich angefangen habe, meine erste wissenschaftliche Arbeit zu machen. Da musste ich alle Vorträge, hatte ich nochmal eines pathologischen Instituts, wo ich gearbeitet habe, rausgehen kann. Das waren Tausende und Abertausende von Betroffenen, um die da mal rauszufinden. Dann haben wir die entsprechenden Präparate rausgesucht, haben die Präparate angeschaut und daraus ist dann eine Arbeit entstanden. Das ist dann schon ungefähr eineinhalb Jahre gedauert. Heute ist man drauf und drauf. Dann habe ich alle Befunde von den Prostatakarzinomen da. Dann kann ich mir überlegen, schaue ich mir die Bilder dazu an, das heißt, wo ich mir die elektronisch wieder sozusagen rausbringe, um die zu nehmen, in der Funktionalität. Jetzt komme ich auf das, wo wir es umgesetzt haben. Wir haben zum Beispiel bei uns umgesetzt beim Tumorfort. Da haben wir gerade jetzt bei den hervorragenden Zusammenarbeit in der Intensiven Klinik, das ist ja heute der Gewand. Das ist leider Zufall, ich mache das jetzt mit Ihnen. Ich habe mich aber auch erlaubt, das gemacht.